Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir sind immer noch hier oben und das Ding ist fertig. Ich habe einen Schildkrötenpanzer, das heißt, ich kann mir so ein Wasseraufbereitungsdings, die Bums, die bauen. Hier liegen ein paar Stämme rum. Die werde ich mal kurz zum ordentlichen Haufen schmeißen. Das sieht ja so scheiße aus sonst, ne? Soll ja immer ordentlich alles hinterlassen. Das Ding kann ich irgendwie nicht mehr zerlegen. Das Ding will ich hier nicht haben. Den nehme ich mit. Weil, wie gesagt, das ist jetzt, habe ich schon beschlossen, nur eine Übergangslösung. Da ist das Riesenloch. Da will ich nicht reinfallen. Und ich will hier eigentlich einfach nur weg. Weil da hinten, ich weiß nicht, ob sie noch rumstehen, sind ziemlich viele Kannibalen. Und das finde ich nicht so geil. Ich bräuchte irgendwo einen Ort, wo ich mich anständig verstecken kann. Okay, da hat es einen roten Punkt markiert. Wo ich auch Verteidigung aufbauen kann und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das immer so friedlich abgeht, wie es hier gerade abging. Ich glaube aber nicht, dass ich da oben glücklich sein werde. Was ist das da hinten eigentlich? Will ich's wissen? Nee. Bin ich neugierig? Jupp. Sollte ich hin? Wahrscheinlich nicht. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist mein Inventar irgendwie größer kriegen, weil das, was ich jetzt tragen kann, ist ein Witz. Und die Ausdauer von dem Typen ist auch ein Witz. Ich hoffe, das trainiert dann noch ein bisschen hoch, weil, halleluja. Junge, da habe ich mehr Ausdauer und das heißt was. Okay, da ist ein Kannibalendorf. Gibt's das? Wie viele Dörfer gibt's denn hier? Bitte sei niemand zu Hause. So, mal langsam anschleichen. Mein Buddy hat schon wieder Hunger. Blaubeeren. Ich ja, die kann ich gefahrlos essen. Yes. Ist da noch mehr? Ja. Ja, die geben wenigstens auch ein bisschen schön Energie zurück. So, dann können wir hier ein paar Koffer knacken, ne? Das hier. Kann ich das? Zwei Blätter gesammelt. Es ist halt schade, dass das dann kullert und weg ist. Spinnst du dummes Vieh? Angriffslustig oder was? Na warte. Oh Gott, das war nichts. Oh. Ich gehe gleich wegen den Kroko drauf. Medizin, Medizin, Alkohol, Medizin. Nimmst du? Was ist jetzt? Okay, Gesundheit wird gerade wieder hergestellt und es fängt jetzt zu pissen an. Oh mein Gott, das scheiß Krokodil. Ich habe einen Herzinfarkt gekriegt gerade. Wo ist das Mistvieh? Da hinten. Wenn ich in den scheiß Koffer will, will ich in den scheiß Koffer. Na du, blutiges Teil. Ich muss kurz meine Gesundheit wieder aufladen. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Nee, 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 nee. So nicht. Du knabberst nicht an mir rum. Und glaubst, du kommst ungeschoren davon. Ich gehe hier gleich so drauf. Wo ist es? Da ist es. Mistvieh. Ja, ich bräuchte eine bessere Waffe als die Axt. Aber es ist schon ziemlich blutig, das Teil. Oh.
Ist es jetzt hin? Ja! 1:0 für Shiva. Eine Trophäe. Ich habe eine Trophäe. Puh. Einstecken, bitte, danke. Wo kommen die Dinger eigentlich hin? Ich habe jetzt einiges an Fleisch. Ich bräuchte auf jeden Fall wieder Medizin. Ich habe hier Echsenhaut. Erhöht Rüstung. Jetzt kann ich hoffentlich in Frieden und Ruhe die Koffer hier knacken. Und hoffen, dass da Medizin drin ist. Ja, ich spiele das aus Fun und nicht aus Hardcore Survival. Ich muss ganz dringend und alles zwingend richtig machen. Wenn ich verrecke, verrecke ich. Wenn ich wegen den Kroko verrecke, verrecke ich wegen den Kroko. Meine Güte. Alkohol. Mach Birne hol. Oh, Pilze. War's das schon? Was passiert, wenn ich zu viel von denen esse? Weiß keiner. Alter, nicht dein Ernst! Wie viele von euch gibt's denn hier? Mistvieh, ich habe gerade deinen Bruder getötet, ich weiß. Scheiße. Hier ist aber auch keine Medizin mehr. Ja, ich gehe zum Rückzug. Hey, meine Trophäe. Ich will die haben. Ich will die mitnehmen. Kann ich dem Bruder zeigen, was ich gemacht habe? Ich habe deinen Bruder getötet. Oder deine Schwester. Ich weiß nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen war. Dem Ding. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß, dass ich mir jetzt dann was ist das da hinten? Könnt ihr es sehen? Ist das ein Vogel? Oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es raus... Nee, es ist ein Kannibale. Ist das ein Vogel? Habe ich das echt gefragt? Ja, habe ich. Habe ich. Oh Gott. Solche Aussagen kommen auch nur von mir, ne? Wo stelle ich denn hier jetzt am besten irgendwas hin? Wo bin ich denn überhaupt? Okay. Diese Richtung gibt's gefährliche Krokodile. Da möchte ich nicht hin. In diese Richtung habe ich bereits ein Shelter. Ich habe keine Ahnung, wo Norden, Osten, Süden, Westen ist. Aber... da hier mein Häuschen steht und hier hinten das Loch ist, müsste es jetzt irgendwie theoretisch so weitergehen. Ne, ich latsche jetzt einfach mal hier lang. In der Hoffnung, dass irgendwas kommt. Auf der Freifläche. Kannst du bitte aufhören zu pissen? Eine Freifläche ohne Krokodil wäre nice. Kann ich noch einen Stein mitnehmen? Nee. Nicht. Oh Gott, was kann ich eigentlich? Was leuchtet hier so hübsch rot? Ringelblume. Was mache ich denn mit einer Ringelblume? Wahrscheinlich eine Ringelblumensalbe. Ach, bin ich heute wieder witzig. Was? Ist das ein Bug oder ist das ein Zeichen? Warum leuchtet das so komisch? Ist das die Sonne, die so schnell untergeht? Sieht so aus. Okay, ich habe das dämliche Gefühl, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe. Und ich zurück zu meinem Lager muss, damit ich wo schlafen kann. Ringelblume. Ringelblume. Alter, hör doch auf zu pissen. Wenn ich jetzt in den Gegner laufe, kriege ich es nicht mal mit. Das ist traurig. Ich weiß nicht, was in dem See ist. Ich schwimme da jetzt durch.
Wahrscheinlich frisst mich gar nicht ein Krokodil. Ich kann auch nicht wirklich schneller schwimmen. Oh, das ist so creepy gerade. Wenn ihr Subnautica geguckt habt, wisst ihr genau, wo gerade mein Problem liegt. Thalassophobie. Ich hasse sowas. Wie ich nichts sehe. Gleich mit Zappenbooster, dann sehe ich doch weniger. Und ich kann, glaube ich, nicht mit einem Kackfeuerzeug in der Hand schwimmen. Oh Gott, geh, schwimm doch schneller. Gleich macht's Schnapp. Gleich bin ich tot. Gleich bin ich gefressen. Vielleicht frisst mich ein Krokodil. Gott. Bin ich jetzt endlich am Land? Ich sehe ja nichts mehr. Jetzt. Hier ist kalt und du bist nass. Was du nicht sagst. Feuer. Habe ich mein Feuer da oben noch? Ja. Wenn ich da jetzt Pflanzen brauche, dann tue ich wen weh. Ich will da nur eigentlich die Nacht verbringen. Boah, Alter. Ich sehe nichts. Ausdauer weg. Irgendwas ist gerade neben mir herumgekrabbelt. Ich weiß nicht was. So, mal gucken. Bitte schön, kannst dich aufwärmen. Legen mal ein paar Blätterchen rein. Ist jetzt besser? Hm? Okay. So. Nacht überspringen. Geht nicht. Ich muss mich immer noch wärmen. Legen wir mal ein Stück Fleisch rein. Ich kann anscheinend Geldscheine verbrennen. Oh Gott. Es pisst wieder. Oder noch immer. Oder wie es es nennen will. Oh, ich brenne. Ja, ich bin doch am Feuer. Ich will doch nur schlafen. Danke. Mir ist immer noch kalt. Da ist. Ja. Oh. Brenne ich immer noch? Nee. Pisst's immer noch? Da mal ein bisschen nach. Trinken eine Dose. Soda. Und hallo Häschen. Okay, so. Scheiße nochmal. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hinlatschen soll. Aber ich glaube. Ich laufe jetzt da einmal und bis noch rum. Ich glaube, das Feuerzeug kannst du wegstecken. Versuch auf der anderen Seite mein Glück. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich schmutzig gemacht. Okay, jetzt bin ich dreckig. Kleiner Stein gesammelt. Was mache ich denn mit einem kleinen Stein? Hm? Spiel? Was mache ich mit einem kleinen Stein? Und ich bin noch schmutziger. So. Süß, ich kann zwei kleine Steine tragen. Was haben wir hier? Oh.
Dreck zu meinen schmieren, richtige Männer sind dreckig. Wie gut, dass ich eine Frau bin. Sorry, Spiel. Wir sind in der Wildnis. Wir sind abgestürzt. Wir sind kurz vorm Abnippeln. Stock. Voll. Das war so klar. So. Da hinten läuft ein scheiß Kannibale. Alter, das gibt's doch nicht. Versau mir nicht meine Pläne. Das ist eine Höhle. Nein! Nein! Priorität ist andere. Priorität ist, dass mich der A nicht sieht, B nicht angreift und ich C endlich einen Scheißplatz für meinen Shelter finde. Aber das hier ist vielleicht nicht die beste Lösung. Scheiße. Okay. Ist jemand zu Hause? Nö. Oh, warte mal. Ich kann hier auch speichern? Speichern mal kurz. Weil, ja. Einmal Krokodil reicht. Danke. Ich kann in den Zelten hier pennen, na gut zu wissen, eigentlich. Neuer Eintrag auf seiner To-Do-Liste. Das ist meine To-Do-Liste. Wo ist denn meine To-Do-Liste? Willst du mich jetzt... Da drüben. Oh Mann, oh. Erforsche die hängende Höhle weiter. Erkunde Wasserfallhöhle. Nö. Jetzt nicht. Sind hier vielleicht Koffer mit Medizin? Habt ihr Medizin rumliegen? Nein. Shit, das wäre so schön hier gewesen. Am Wasser. Scheiße ist das. Oh, ein Varan. Ey, Junge. Ich habe schon wieder vergessen, wie man springt. Nee, du bist zu schnell, eindeutig. Steinchen? Kann ich nicht mitnehmen. Ich brauche was zum Jagen, ey. Ich latsche hier mal entlang. Aber wahrscheinlich ist das Ende der Map oder so. Nö. Ist es nicht. Okay, die Pinnnadel bin ich. Danke, bin ich dumm. Ich dachte schon, das wäre irgendwie... Ja, egal. Ich hab's jetzt tatsächlich geschafft, dass mich noch so ein scheiß Blutsauger ansaugt. Ganz klasse. Ja, ich hab die Viecher doch. Was ist das hier? Was ist das hier? Container? Geil! Geil, 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 geil. Kann ich da hochkrabbeln? Ja, kann ich. Cool! Hey! Ich habe gerade mal den Spaß gefunden. Okay. Da hinten ist der Berg. Da ist das Loch. Da sind die Krokodile. Da stehen viele Hütten. Da will ich nicht hin. Da sieht's besser aus. Da ist auch so ein Kaktotum. Ah, shit. Ich glaube nicht, dass ich übers Meer abhauen kann. Ich mach das hier jetzt mal kaputt, ne? Ich will das nicht sehen. Stoff. Stoff ist immer gut. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit Stoff machen soll, aber Stoff ist immer gut. Ah. Was haben wir denn hier, hübsches? Mach, Junge, lauf doch mal anständig. Du drückst die Taste, den Joystick fast durch mit solcher Gewalt. Und trotzdem eiert er noch rum beim Laufen. Elektronik? Ja, was mache ich denn mit Elektronik? Ich bin doch hier abgestürzt. Nice. Oh, ein Seestern. Kann ich dich... Nee, das wäre jetzt echt pervers. Mir reicht das schon mit der Schildkröte.
Das war mir ernst, dass ich gesagt habe, das sind meine Lieblingstierchen. Und ich könnte niemals an der Schildkröte was zu Leide tun. Und dann muss ich die hier echt abschlachten. Das tut so weh in der Seele. Ist hier was drin? Elektronikteile. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Ein Lieferschein, ne? Jo, ich hab jetzt daran nichts dazu geschrieben. Oh, okay. Keine Ahnung. Bau eine Verteidigungsanlage ist übrigens auch eine Aufgabe. Was haben wir hier Feines? Wahrscheinlich nur Elektronik. Ja, war so klar. Ich brauche was zu futtern. Ich brauche Medizin. Und da ist nur scheiß Elektronik. Oh oh. Ich bin nicht da. Ich habe nicht gerade den Totempfahl zerstört. Scheiße. Wo soll ich denn hin? Alkohol! Super. Ich will hier irgendwo mein Lager aufschlagen. Ist das so schwer? Nee, ich will nicht ins Wasser. Dann wasche ich mir wahrscheinlich den Schmutz ab. Da hinten laufen zwei rum. Drei. Das ist ein kaputtes Boot. Ach, ich bin so unproduktiv gerade. Ist hier was? Ja, sei. Hey, Häschen. Ich tue dir nichts. Aber mein Problem ist, wenn ich jetzt hier baue, habe ich irrsinnig weit zum Rumschleppen. Aber ist egal. Ich werde hier mein Lager aufschlagen. So sieht's aus. Das heißt, ich fange schon mal an, Bäume zum Umhacken. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr. Ich baue mir so eine... Hütte? Habt ihr das gerade gehört? Oder bin ich gerade paranoid? Baum haben. So. Hier hin. Hier. Okay. Kleines Floß. Ja, ja, ja. So, Naturhandbuch. Oh, ich bin schon wieder über der Zeit. Sehe ich gerade. Oh. Gott, Unterkünfte. So, Blockhütte, kleine Blockhütte. Will ich nicht. Lagerung, Waffenhalter. Fundament, Boden. Ich, ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil ich bin jetzt gerade nicht... Ich höre daran was. Ich bin jetzt nicht so toll im Bauen. Ich baue kurz einen Jagdunterstand. Ich brauche was zum Speichern hier. So, was brauche ich jetzt noch? Ein Stein und Stämme. Einen Stein habe ich hier. Guck.
Monster haben. Ah! Oh, komm, bitte nicht! Bitte nicht, hau ab! Ich bin friedlich, ich tu dir nichts. Ich will hier nur pennen. Was? Was will er von mir? Gott. Ich gehe jetzt da auf den Hochstand und du verpiss dich, okay? Verpiss dich einfach. Oh Gott, der folgt mir. Kann ich hier bitte hoch? Der kommt! Geh weg! Scheiße. Geh weg! Okay. Was mache ich jetzt? Okay, okay. Er haut ab. Nee, haut er nicht. Er bleibt stehen. Ach, komm schon. Guck mal, wie weit bitte mein Lager weg ist. Hau ab. Hunger habe ich, Durst habe ich. Das ist verdorben. Scheiße. Ablegen. Kannst du haben. Wenn du willst. Ich hab nichts mehr zum Essen mit, ne? Oh doch, Ringelblume. Okay. Ich futtere deinetwegen fuck Blumen. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Shit. Okay. Wow. Kommt der hoch? Ich sehe es nicht. Nee, da kommt nicht hoch. Boah, ich weiß nicht. Boah, ich bin nicht dein Feind, Junge. Ich bin nicht dein Feind. Das geht wahrscheinlich gleich. So in Arsch. Ich wollte eigentlich gerade abdrehen. Aber du machst es nochmal spannend. Deswegen gehe ich noch drauf. Alter! Ha, hat sich am Arsch gesetzt, ne? Bist du der Einzige hier? Bist du tot endlich? Ja. Okay, ich versenke dich. Wenn das überhaupt geht. Jetzt ist er weg. Keule. Ich habe eine Keule. Ha, kann ich mit dir kämpfen? Ausrüsten. Oh mein Gott. Kann ich die Schnellzuweisung? Ja. Jetzt noch meine Axt. Okay, ich muss den Scheiß jetzt fertig machen hier. Wahrscheinlich locke ich mit dem Gefälle noch andere Leute an. Jetzt habe ich Hunger und Durst und meine Gesundheit ist im Arsch. Was hast du denn für ein Problem? Ach, du hast keine Ausdauer. So, das Fleisch ist auch für den Arsch. Jo. Schmeißen wir weg. Essen wir noch eine Ringelblume. Ich habe eh keine mehr. So, wo fällst du hin?
Das kann interessant werden hier noch. Ja, die habe ich vorhin abgelegt. Einen noch. Und dann habt ihr auch eigentlich eure Ruhe. Außer ihr habt schon längst abgedreht. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja niemanden zwingen, hier zu bleiben bei mir. Süß. Für dich ist es anstrengend schon so. Ich sag nichts mehr. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass diese Bäume hier nur zwei Äste abwerfen? Nee, da ist noch einer. Ja. Oh, Ziel erreicht. Wir haben Unterstand. Ey, nehmen wir jetzt speichern. Yes, Baby, yes. Und das war's auch schon wieder für heute. Leute, wenn es euch gefallen hat, wisst, was zu tun ist. Däumchen nach oben, gern Kommi hier lassen, gern ein Abo da lassen. Da freue ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.